euch alle eingedeckt mit Getränken. Ja, für alle, die noch nicht oder die sonst immer nur zufällig von der Nerdlight erfahren, wir haben verschiedenste Kommunikationskanäle. Eigentlich haben wir genau zwei Kommunikationskanäle für die Nerdlight, nämlich eine Facebook-Gruppe und eine Mailingliste. Keine Pressearbeit und sonst nichts. Also wenn ihr über andere Leute, über andere Kanäle davon erfahren habt, dann war das wahrscheinlich eher Zufall, weil jemand das freundlicherweise weitergetragen hat. Also von daher auf nerdnight.de könnt ihr euch in die Mailingliste eintragen, zumindest theoretisch. Ich habe irgendwie die Meldung von Leuten gekriegt, die es nicht geschafft haben, also fragt mich ansonsten. Oder immer auf der Facebook-Gruppe. Und wir haben seit letzter Woche ein zweites Format, ein Schwesterformat von der Nerdnight, die Creative Night. Vielleicht waren einige von euch da. Hat weniger mit nerdischen Themen zu tun, sondern mehr Themen aus der Kreativwirtschaft, wo Leute vortragen aus den verschiedenen Bereichen, wie im Filmbereich Architektur, Softwareentwicklung, Gamesentwicklung, Design und so weiter. Und das wird alle zwei Monate stattfinden. Das nächste am 8. Februar und auch dafür gibt es eine Seite und ist aber auch auf der, sollte eigentlich auf der Nerdnight-Seite verlinkt sein. Ich überlege gerade, dass das noch nicht ist. Ja, kommt aber noch. Wenn ihr, wie gesagt, noch Themen habt, wir suchen immer händeringend Referenten. Wir haben zwar immer eine Liste von Referenten, aber wenn es dann wirklich konkret wird mit einem Datum, dann ist es oft so, dass dann irgendwelche Weihnachtsfeiern und ähnliche Themen und Geschäftsausflüge und so weiter anstehen. Also von daher, wir brauchen immer viele Referenten, um dann tatsächlich dann auch drei Leute am Abend herzubekommen. Also von daher, meldet euch bitte. Nerds sind nicht nur Leute, die eine Doktorarbeit über ein Thema geschrieben haben oder sich 24 Stunden am Tag mit etwas beschäftigen. Nerds können auch Leute sein, die sich einfach gut in einem Thema auskennen. Sagen wir mal, Nerds sind, für uns sind Nerdnight-Referenten die Leute, die mehr wissen über ein Thema als Wikipedia-Artikel dazu steht. Das ist teilweise eine hohe Hürde, aber teilweise auch nicht. Also von daher, ich glaube, es gibt genügend Themenbereiche, die entweder noch nicht hier vorkamen oder zumindest noch nicht in der Ausprägung vorkamen, wie sie entsprechend von euch auch ja, aufbereitet werden können. Ja, bevor ich noch weiter lange rede, übergebe ich jetzt gleich an die zweite und die zweiten Referenten des Abends. Heute zwei Vortragende und ja, ich freue mich mit euch zusammen auf das Thema Modellflugzeuge und Multicopter. Schön, dass doch eigentlich zu der weihnachtlichen Zeit noch recht viele jetzt noch hier sind, obwohl wahrscheinlich viele schon irgendwie auf dem Heimweg sind oder wie wir vorher schon gesagt haben, den Weihnachtsstress im Geschenke shoppen. Passt eigentlich recht gut mit zwei Vortragenden, weil normalerweise treten ja drei Leute auf oder drei Vorträge. Das machen wir ja einfach gebündelt in einem Vortrag mit zwei Leuten. Deswegen machen wir auch länger ein bisschen. Aber sagen wir so, die Länge definiert dann auch in dem Fall ihr, weil wir versuchen, relativ interaktiv zu machen. Wir machen das nicht unbedingt immer die Fragen am Schluss, sondern sagen, wenn ihr irgendwo zwischendrin Fragen habt, einfach direkt reinfragen, weil wir haben jetzt keine Textslides, wir haben relativ viele Bilder, wo wir einfach ein bisschen was dazu erzählen wollen. Und von dem her einfach immer reinkrätschen, sobald ihr irgendwie Fragen habt, die euch brennend interessieren. Fangen wir mal an, wer sind wir? Also ich bin Jan Schmidtle, hier oben direkt am Basteln, auch an dem Tag eigentlich, wo wir uns auch kennengelernt haben. Das war Cars Communication Camp in Berlin. Da war ich in dem Moment noch relativ verzweifelt mit meinem Quadrocopter und habe versucht, den irgendwie zum Fliegen zu bringen. Den hatte ich schon länger bei mir rumliegen und irgendwie hat er eigentlich nichts anderes gemacht, als einen Meter abzuheben, sich umzudrehen und dann wieder nach unten zu fliegen. Das war eigentlich eine relativ schlechte Flugeigenschaft. Dort habe ich dann eben verzweifelt Hilfe gesucht in einem Bereich, wo relativ viele Quadrocopter unterwegs sind und da habe ich Felix getroffen. Und ja genau, also ich mache gerade meine Masterarbeit im DLR, auch im Bereich von so fliegenden Robotern und Quadrocoptern und solchen Kramzeug. Und ja, habe eigentlich relativ lange mich mit dem Thema schon beschäftigt, habe meine Bachelorarbeit über dieses Thema geschrieben und ja, mache da auch jetzt privat relativ viel in dem Bereich von dem Open Source Projekt, bin zu Paparazzi beteiligt. Und es hat sich jetzt ganz gut ergeben, dass ich da mit Jan getroffen habe und ja, sind einfach mal so gefragt worden, ob wir da einen Vortrag drin machen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also von dem her, er ist schon mal der Fachmann von uns beiden.
mit seiner Masterthesis zusammen. Und für mich war es eigentlich eher so ein Hobby, mit dem ich da reingekommen bin. Aber fangen wir an. Um was geht es überhaupt? Wir haben gesagt, von Modellflugzeugen über Multicopter zu autonomen Flugsystemen. Also im Endeffekt UAV, was ja auch, ich glaube, im Titel stand. War das so drin? Ja, das sind eben unbemannte, also unmanned air vehicle. Und es geht eben darum, wie man halt von diesem normalen, schönen Hobbysport mit kleiner Fernbedienung zu wirklich komplexen Systemen kommt, die komplett autonom fliegen können. Wir haben eben nicht nur Flugzeuge, sondern... Bitte? Das ist eine gute Frage. Wenn es jetzt klar gescheit werden, würde ich sagen, es ist halt ein Nerd, aber ansonsten... Ja, einfach, weil es nur in die Sonne fliegt, dann sollte man halt immer noch sehen, was da Sache ist. Also es ist jetzt im Prinzip ein normales Modellflugzeug, das halt auch ausgerüstet ist mit dem Autopilot. Und am Anfang, wenn man das Ganze testet, fliegt man sich erstmal manuell und schaut, was das Ganze dann eigentlich so theoretisch machen würde. Und da ist auch nicht immer ganz gut, wenn man manuelle Kontrolle hat und wirklich genau sieht, was das Ding gerade macht, wie es in der Luft liegt. Und neben dem sollte man auch immer die Möglichkeit haben, auch da reinkrätschen zu können. Wenn der Autopilot nämlich immer mal amok läuft, bleibt dann nichts übrig, als die Kontrolle wieder zu übernehmen und selber zu fliegen. Aber kommen wir gleich zum nächsten. Das ist mal ein Beispiel von so einem Quadrocopter. Mit diesem Quadrocopter ist so, also zumindest für mich gefühlt, diese ganze Entwicklung in dem Bereich ziemlich stark vorangekommen. Weil plötzlich viel Interesse in dem Bereich sich entwickelt hat und viele angefangen haben, auf dieser Plattform Sachen zu entwickeln. Man hat immer, okay, mal Flugzeuge oder diese Helikopter, Modellhelikopter zu fliegen, ist äußerst kompliziert, weil man eben ein Gefühl dafür haben muss. Das waren so die ersten Plattformen, die halt irgendwie elektronisch geregelt waren, die teilweise ein bisschen einfacher zu steuern waren. Und eben um das rum hat sich dann auch eine ganze neue, ja, wie soll man sagen, Community entwickelt oder ein ganz neuer Bereich entwickelt, um da richtig viel Schwung nach vorne gehen und Sachen entwickeln. Warum fanden wir das Thema relativ nerdig? Weil wir gesagt haben, okay, an der Fernbedienung sitzen, das Ding zu steuern, ist einerlei, aber wie es schon heißt, wenn man alles irgendwie mit einer Konsole steuern kann, ist es nochmal viel cooler. So schön Textkontrolle, irgendwie ein paar Sachen eingeben, jetzt fliegt er von A nach B, liefert ihm was Tolles ab und fliegt zurück. Yay. Aber kommen wir zum Eingemachten. Wie fliegt man so ein UAV? Also, wir haben gesagt, das hier, das kennt vielleicht jeder von seinem kleinen Bürohelikopter. Für die, die wir so haben, es gibt diese ganz kleinen, so auf so eine Fernbedienung stellt, wo man das Kabel reinmacht, lässt man 5 Minuten stehen, dann wird ein grünes Licht hier an, abstecken und dann kann man sich hier in seinem Büro gegenseitig betteln. Es gibt so ganz kleine Helikoptern. Ja, man hat 2 Sachen, hoch, runter, links, rechts, das war's. Das ist natürlich bei den Geräten ein bisschen anders. Man hat wesentlich mehr Möglichkeiten. Also generell hat man zwar auch diese 2 Knüppel, aber die gehen jetzt jeder für sich hoch, runter, links, rechts. Zusätzlich hat man noch zusätzliche Einstellmöglichkeiten, um das Verhalten währenddessen zu ändern. Ich meine, wenn man mal vom Flugzeug geht, man könnte das machen, man fährt ja rein und raus oder halt irgendwelche zusätzlichen Sachen an- ausschalten. Im Fall von den Autopiloten ist halt wirklich, man schaltet den Autopilot an, Autopilot aus beispielsweise. Oder man schaltet ihn in ja, seinen Modus, jetzt fliegt mal die Route ab oder bleibt da stehen, wo du bist und so weiter und so fort. Also man sieht schon, es ist nicht mehr nur, hier, ich fliege jetzt von A nach B, fliege ein bisschen hoch und runter und so weiter und so fort, sondern man hat allein nur mit dem normalen Steuermittel von dem Gerät relativ viele Möglichkeiten. Und um jetzt eigentlich zu diesem Autopiloten zu kommen, geht es nochmal eine Stufe weiter. Man hat jetzt nicht nur diese Fernbedienung, sondern man hat eine richtige Bodenstation mit Telemetrie und Anwendungen. Da passiert im Endeffekt die eigentliche Steuerung oder halt die eigentliche Überwachung und Programmierung des Autopiloten. Man hat hier jetzt im Moment mal, das kommen wir nachher noch genauer drauf, so die Sicht mit einer zusätzlichen Antenne, die nach oben verbunden ist zu dem Quadrocopter oder zu dem Gerät, das fliegt. Also es kann alles sein, was auch gesteuert werden kann von Flugzeug, Helikopter und so weiter. Das sind ja sehr flexibel. Und sieht dann auf dem Gerät im Endeffekt eine kleine Karte, wo man sagt, okay, das ist so bei Google Maps, man kann ein paar Pinpoints hinsetzen, die werden abgeflogen, so mal zur grundlegenden Eigenschaft. Dann machst du mal weiter. So, genau. Also, um mal den grundsätzlichen Aufbau ein bisschen zu verdeutlichen,
Also man hat eigentlich immer, auch wenn es irgendwie rechtlich so vorgesehen ist, man braucht eigentlich immer eine Fernsteuerung. Also man muss jederzeit manuell die Kontrolle übernehmen können, weil die ganzen Dinger immer noch als Spaß-Hobby-Flugzeuge gelten. Das heißt, es ist im Prinzip nur noch klassifiziert als ein Modellflugzeug. Das heißt, man muss auch rechtlich gesehen immer die Möglichkeit haben, mit einem manuellen Transmitter, sondern normal eine Fernsteuerung, die Kontrolle übernehmen zu können. Und es ist rechtlich ein bisschen ein Graubereich eigentlich von diesen autonomen Flugzeugen. Das heißt, man müsste theoretisch sich da irgendwie anmelden, eine Aufstiegserlaubnis holen. Das ist unterscheidlich von Bundesland zu Bundesland und so. Das heißt, im Normalfall hat man immer so ein Setup, man hat immer, wie man hier sieht, einen Safety-Link sozusagen, wo man jederzeit manuell die Kontrolle übernehmen kann. Man hat aber, wo die normale Interaktion stattfindet, einfach ein Laptop oder ein Smartphone oder irgendwas mit einem Modem, wo eine Verbindung hat zu dem Flugzeug selber, also ein Datenlink einfach. Das heißt, da kann man dann irgendwelche Sachen hochschicken, wie irgendwie Wegpunkte oder Kommandos, gehe zu diesem Punkt, Telemetriedaten runterpumpen und so weiter. So, und was brauche ich denn eigentlich, um festzustellen, wo ich bin, also wo dieses Flugzeug gerade ist, was macht das gerade, welchen Status hat das, was hat man da für Sensoren? Also ich meine, relativ offensichtlich, dass man normal, wenn man draußen fliegt, zum Beispiel ein GPS nutzen würde, das heißt, man schließt ein GPS an, es funkt die Koordinaten runter, wo sich es gerade befindet. Normalerweise, zum Beispiel, wenn die Höhe vom GPS nicht so gut ist, wie zum Beispiel die horizontale Position, hat man noch einen barometrischen Luftdrucksensor drin, den kalibriert man im Prinzip beim Start und im Losflug, wie auch in der großen Fliegerei auch. Dann kann man über den Luftdruck sehr genau sagen, wie hoch man eigentlich gerade ist. Dann hat man andere Sensoren, wie zum Beispiel Beschleunigungssensoren und Drehratensensoren, also Gyroskope. Die nutzt man dann in einer etwas intelligenteren Datenversion sozusagen, um festzustellen, wie schnell man gerade fliegt. Und vor allem aber auch, welche Lage das Flugzeug oder Quadrocopter oder was auch immer gerade hat. Das heißt, hängt er irgendwie hier so schief in der Gegend rum oder fliegt er auch wirklich schön gerade, wie er sollte. Was man meistens auch noch mit dabei hat, ist ein Kompass, also auch ein 3D-Kompass. Das reicht nicht, wenn man irgendwie einen zweidimensionalen Kompass hat. Einfach um festzustellen können, wo ist morgen. Wenn man den genau kalibriert, wenn man genau weiß, wo man ist, kann man damit sogar auch die Lage rausfinden. Aber das heißt, man muss wirklich genau wissen, wo auf der Erde befindet man sich, weil das Magnetfeld sehr, sehr unterschiedlich ist. Also die Deklination, die Inklination von dem Magnetfeld variiert sehr stark von Ort zu Ort. Dann gibt es, damit hat das Ganze eigentlich angefangen, relativ simple Infrarotsensoren, die im Prinzip einfach nur zu beiden Seiten und nach vorne und nach hinten raus im Nahinfrarotbereich mehr oder weniger die Temperatur messen. Das heißt, der Himmel ist sehr, sehr kalt, ungefähr bei minus 250 Grad, genau. Und die Erde sind immer so ungefähr im Schnitt irgendwie so 10 Grad. Das heißt, über diesen Temperaturunterschied kann man sehr, sehr leicht eigentlich eine Horizonterkennung machen. Und das war 2003, als zum Beispiel das Paparazzi-Projekt, wo ich dabei bin, angefangen hat, irgendwie so der Sensor der Wahl. Es war sehr günstig, so einen kleinen Infrarotsensor da reinzupacken und auch sehr, sehr einfach, das zu nutzen. Dann gibt es noch viele andere Sensoren, die man da potenziell nutzen kann, wie zum Beispiel man kann einen differenziellen Luftdrucksensor nehmen, wie bei den großen Fliegern auch, über so ein Staurohr, um den Airspeed, also die Geschwindigkeit gegenüber die relative Luftgeschwindigkeit zu bestimmen. Man kann Kameras nutzen, wenn man ein bisschen mehr Power hat, eine CPU hat, die das Ganze berechnen kann, um irgendwie visuell zu navigieren. Man kann einen Laserscanner draufschrauben, wenn man das nötige Kleingeld hat, um wirklich in 3D dann Punkte wahrzunehmen und zum Beispiel eine Kollisionsvermeidung zu machen oder festzustellen, da ist eine Wand und dem zu sagen, fliege doch mal der Wand entlang oder sowas. Ultraschallsensoren wurden teilweise auch sehr gerne genutzt, im Nahbereich zum Beispiel vor einer Landung kann man dann sehr genau feststellen, ja, ich bin noch 1 Meter über dem Boden, ich bin noch 60 cm über dem Boden. Wenn sowas würde zum Beispiel über GPS nicht funktionieren, da hat man halt eine Höhenvariation von locker mal 3-4 Metern, wenn es gut ist. Und das reicht einfach nicht, um auf das Ziel zu landen. So, wenn man das Ganze jetzt mal in ein Flugzeug einbauen würde, ist das hier mal so schematisch dargestellt. Was brauche ich denn? Was ist denn da jetzt alles drin? Also man hat erstmal so das Hauptboard, Elektronikboard, den Autopiloten mit einem Prozessor drauf und den ganzen Schnittstellen für die verschiedenen Sachen. Eine Batterie, man hat ein Modem, also irgendein Datenlink,
sei das jetzt irgendwie Wi-Fi, sei das irgendwie ein anderes 2,4 GHz Modem oder zum Beispiel, man kann auch alte Videotransmitter nutzen und Daten in den Audiokanal übertragen. Dann hat man Sensoren wie zum Beispiel einen GPS, den Infrarotsensor oder ein IMU. Natürlich müssen dann Aktuatoren angesteuert werden, wie zum Beispiel ein Motor, die Servos, die die Kontrollflächen bewegen. Und meistens möchte man natürlich noch irgendwas Interessantes mit dem Netz machen. Das ist ja schön und gut, wenn es irgendwie rumfliegt. Aber meistens ist es doch ganz cool, wenn man zum Beispiel irgendwie ein Bild von seinem Haus von oben machen kann. Oder irgendwas abwerfen oder keine Ahnung. Ich will da jetzt nicht mit dem Herz gehen. Das ist auch gerade ein recht interessanter Part zu diesen, wo wir vorhin gehört haben, mit dem Lärm und viel Schall und wie auch immer. Wenn wir jetzt zurückgehen zu der letzten Zeit, sagen wir, okay, wir haben jetzt hier den Autopiloten drauf. Wir haben die Möglichkeit reinzugehen mit unserer Fernbedienung. Wir wollen vielleicht eine Videoaufnahme machen und ein Live-Bild übertragen. Das sind jetzt schon drei Kanäle, dreimal im Endeffekt ein Sender, der auf einem Gerät ist, wo man schon merkt, okay, könnte auch da eng werden. Und jetzt stellt man sich immer vor, weil es in irgendeinem, ja, wie zum Beispiel wir, wo wir uns am Camp getroffen haben, da fliegen dann auch gleich mal irgendwie so 20 oder so Dinger rum. Und das war halt dort recht interessant. Also es gibt jetzt da auch diesen Technologiebuch, gab es mal, wo man, meine erste Fernsteuerung für die Geräte waren ein relativ altes Gerät, es hat im niedrigen Frequenzbereich gearbeitet. Dort hat man dann die Möglichkeit, solche kleinen Quarze reinzustecken hinten seine Fernbedienung. Das Problem war aber dann, man war auf diese Frequenz dann festgepinnt. Und wenn man dann irgendwie mit mehreren Leuten gleichzeitig fliegen wollte, dort hat man dann so ein Wiki gehabt mit einer Seite, wo man sagen kann, okay, ich bin da, ich bin auf 34 Hertz bin ich unterwegs. Wer hat noch so ein Ding? Und wenn mehrere mit der gleichen da waren, dann muss ich erstmal gegenseitig antelefonieren und sagen, okay, ich würde jetzt gerne mal eine halbe Stunde fliegen, ist das okay oder bist du gerade unterwegs? Und wenn es irgendwann vergisst, dann kann es sein, dass ich mal da meine Fernbedienung anschalte und danach im Hintergrund sehe ich. Also, das da hat auch schon schöne, passt schön zu dem Vortrag, der vorher noch da war, dass es da auch Kollisionen gibt. Ja, genau, das war schon immer irgendwie ein Problem, dass es einfach so Knalldoppelbedingungen gab. Jetzt waren analoge Sender, aber inzwischen einfach so als Abfallprodukt, möchte man fast schon sagen, von normalen digitalen Kommunikationen, die man heutzutage so hat, im 2,4 GHz-Bereich, sei das jetzt irgendwie Zigbee oder sei das Wi-Fi oder sowas, haben die halt, wie vorher schon geschildert, so diese Verfahren, dass sie entweder Zeltslots-Verfahren haben oder so Codes unterschiedliche Kanäle sozusagen zuweisen können, dass es inzwischen eigentlich mit aktuellen Fernsteuerungen kein Problem mehr ist. Das heißt, da können locker mal 50 Leute gleichzeitig fliegen und keiner merkt einfach irgendwas. Aber das passiert schon des Öfteren noch, dass einfach mal einer vom Himmel fällt, weil ein anderer meint, der müsste seine Fernsteuerung entschalten und einfach ein bisschen gepowert. Kurze Frage. Zu den Prozessoren, welche Kategorie und Leistungsfähigkeit vertraut ihr da so? Sind das ARM-Prozessoren oder? Ja, da kommen wir, glaube ich, zwei Slides weiter oder sowas, müsst ihr das noch fragen. Also, wenn du noch eine Frage hast, danach gerne nochmal stellen. Nur mal so kurz zu zeigen, das ist nicht unbedingt immer ganz professionell gelöst, sondern das sind meistens Bastellösungen. Das heißt, man nimmt irgendwelche alte Hardware, die man auch daheim rumliegen hatte, oder es halt gerade irgendwie günstig zu erwerben gibt irgendwo, modifiziert diese Reihe, dass es einfach günstig und einfach einsetzbar ist. Man sieht das meistens so aus wie auf dem Bild hier, ein Kabelgewirr und man hat halt doch irgendwie inzwischen schon einiges in Elektronik dann immer so dabei. Auf dem Bild sieht man auch schon die einzelnen Komponenten, nämlich da geht hinten so ein schwarzer Pfosten hoch, oben, da sind diese Infrarotsensoren drin, die im Endeffekt diese Horizonterkennung machen können. Und eben jetzt vorne, das ist halt jetzt voll mit den ganzen Funkempfängern und der Telemetrie und dem Autopiloten und allem möglichen. Die Kamera sieht man in dem jetzt leider nicht, aber eben das ist immer nur so ein kleiner Teil, der ist da schon relativ vollgestopft ist mit Elektronik. Ja genau, und da sieht man auch, also der Grund natürlich, warum uns hier dieser Infrarotsensor so abgesetzt ist nach oben in so einem kleinen Türmchen, ist einfach der, dass die einen relativ breiten Öffnungswinkel haben von ungefähr 35, 40 Grad. Und wenn natürlich dann relativ gleich neben dran die Tragflächen sind, muss man das ganze Ding ein bisschen nach oben absetzen, weil sonst sieht ja die ganze Zeit nur die Tragfläche, die natürlich auch immer warm ist, und dann die Horizonterkennung nicht so wahnsinnig zuverlässig funktioniert. Das heißt, also die,
Infrarotsensoren, mit denen hat es immer so angefangen, um 2002 herum. Und die funktionieren eigentlich sehr, sehr zuverlässig, weil erstens mal gutes Wetter, also im Nebel funktionieren die einfach nicht gut, weil überall Wassertropfen und kein Temperaturunterschied mehr. Und natürlich, man kann sich vorstellen, wenn man eine Horizonterkennung macht und man fliegt jetzt durch eine Schlucht in der Stadt oder sehr nah an einem Berg vorbei an der Seite, ja, dann funktioniert das Ganze nicht mehr ganz so gut. Das heißt, heutzutage werden die Infrarotsensoren noch sehr selten eingesetzt, sondern dadurch durch die digitale Revolution und da wir alle Handys haben, die jetzt irgendwie schön so das Bild darstellen können, je nachdem, wie wir das Handy gerade halten. Und im Prinzip sind da die gleichen Sensoren drin, die wir inzwischen bei den Quadrocoptern und Flugzeugen und sowas verwenden. So, hier sehen wir auch mal so ein Bild von einer aktuellen Autopilot-Version, von dem Paparazzi-Projekt. Man sieht auch, das ist sehr, sehr klein, das Ganze. Im Prinzip, der meiste Platz wird gebraucht von den ganzen Steckern für die ganze externe Hardware, was man irgendwie sonst halt so anschließen möchte zum Hacken, sei das jetzt irgendein GPS-Modem oder 2,5 GHz oder sein Smartphone oder andere Sensorik oder was auch immer. Auf der rechten Seite sieht man noch die Rückseite von dem Ganzen mit dem Prozessor. Der Prozessor ist ein STM32 von STMicroelectronics mit einem Cortex-M3 drin, der läuft bei 72 MHz. Also ist eine ARM-Architektur, 32-Bit. Und der hat schon relativ viel auch in Peripherie drin, das heißt, der hat USB, SPA, HC und so weiter. Kann sehr, sehr viele Sensoren anschließen. Und dieses kleine Huckepackboard, das man da drauf sieht, das ist eigentlich für die aktuellen Versionen der eigentliche Sensor, der feststellt, welche Lage befinden wir uns eigentlich gerade, wie schnell fliegen wir, kann man damit ausrechnen. Das heißt, da sind eigentlich dann drei Sensoren drauf. Das sieht man hier nochmal im Größenvergleich. Also wirklich groß sind die nicht mehr. Man kleiner als so eine 5-Cent-Münze auf so einem kleinen Breakout-Board bereits. Und das Schöne daran ist, dass es einfach, die werden inzwischen in so großer Stückzahl für Handys und andere Sachen hergestellt, dass die wirklich erschwinglich werden. Also heutzutage kann man sie, diese Unit kostet ungefähr jetzt knapp $100. Und wenn man halt eben vor 10 Jahren noch, muss man da also ein paar tausend Euro dafür ausgeben, um sowas in der Leistungsklasse zu bekommen. Was jetzt auf diesem Board drauf ist, das sind eigentlich drei Sensoren, jeweils als Dreiachssensoren, das heißt man hat einen Magnetfeldsensor, Dreiachssensor, das heißt man kann in allen drei Achsen das Magnetfeld messen. Was sehr wichtig ist, wenn man ein Flugzeug hat oder irgendwas, das sich bewegt. So auf dem Boden jetzt denkt man schon, so ein Kompass, ja, ist jetzt nicht so wild, aber ein Kompass muss man immer horizontal gerade halten. Und dann kann man eigentlich relativ gut feststellen, wo Nord ist. Kippt man das Ganze jetzt aber, wie halt so ein Flugzeug das normalerweise macht, wenn es eine Kugel fliegt, dadurch, dass man Magnetfeld ja nicht schön irgendwie horizontal fliegt, sondern meistens irgendwie hier, glaube ich, mit ca. 60 Grad Deklination in den Boden rein guckt, wenn man so möchte, muss man praktisch das erstens mal wissen, wo man sich gerade befindet, wie das Magnetfeld da aussieht und vor allem man braucht auch wirklich einen Sensor, der alle drei Achsen messen kann. Man muss das auch auswerten. Dann was noch mit dabei drauf ist, ist ein Dreiachs-Beschleunigungssensor. Das heißt, der misst wirklich lineare Beschleunigungen in allen drei Achsen und natürlich aber auch, was man ausnutzt, die Erdbeschleunigung. Das ist natürlich sehr einfach, wenn man sich überlegt, man hat irgendwie so ein Pendel oder sowas. Das zeigt man nach unten. Das ist einfach vom Gravitationsvektor. Das kann man natürlich nutzen im stationären Fall, um sehr einfach die Lage auszurechnen. Man guckt einfach nur, in welche Richtung misst man einfach den Gravitationsvektor, 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat, und dann hat man im Prinzip die Lage. Naja, so schön, so gut. Jetzt fliegen wir aber und beschleunigen natürlich auch mal, fliegen ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, fliegen irgendwie Kurven, dann hat man nämlich so Effekte. Zentrifugalkraft, das einen nach außen treibt, das müssen wir natürlich alles mit. Das heißt, jetzt kann man nicht mehr ganz so einfach feststellen, welche Lage habe ich denn gerade, nur aufgrund von diesen Beschleunigungssensoren. Wenn man nicht nur die Erdbeschleunigung misst, sondern natürlich auch die Beschleunigung von seinem Flugzeug selber oder was auch immer gerade fliegt. Dazu hat man jetzt dann noch drei Drehratensensoren, so Gyroskope an Bord, auch drei Achsen, und die messen im Prinzip die Drehgeschwindigkeit um eine Achse. Was man jetzt sozusagen macht, ist, man geht davon aus, am Anfang, es steht still und sozusagen horizontal. Und wenn ich jetzt eine Drehgeschwindigkeit messe, dann integriere ich das auf, um die Lage zu bekommen.
In der Theorie, mathematisch gesehen, funktioniert das wunderbar. Man bräuchte keine weiteren Sensoren. Das Problem im Bereich jetzt wirklich, das driftet, das ist ungenau und so weiter. Das heißt, man muss das kompensieren können. Ich weiß, was man macht. Man nutzt Algorithmen, die das Ganze sozusagen fusionieren, wenn man so möchte. Das heißt, man mit sehr geringer Gewichtung rechnet man die Lage aus, die einem dieses Beschleunigungssensor, den Dreieckbeschleunigungssensor gibt, und fusioniert das dann mit den hochintegrierten Winkeln, die man halt ausgerechnet hat, von den Gyroskopen. Und das ist eigentlich momentan so der limitierende Faktor. Erstens mal, dass man eigentlich Algorithmen braucht, die das sehr gut machen können, die optimal diese Daten fusionieren, und jetzt müssen wir genau wissen, welche Fehlercharakteristika etc. die Sensoren haben. Das heißt, da ist auch, natürlich hängt sehr viel davon ab, ob man gute Hardware hat oder nicht, aber man kann auch sehr, sehr viel rausholen, wenn man einfach die gleiche Hardware nimmt von ein paar Jahren und ein bisschen intelligentere Algorithmen einsetzt. So, hier nochmal ein kurzes Bild von diesem Autopilotenboard mit ein paar Sachen, die man so extra anschließen kann. Ich meine, die meisten davon wird man jetzt meistens nicht brauchen, aber es ist immer schön, das alles zu haben, dass man es schön hackable hält. Da kann man dann zum Beispiel jetzt ein externes GPS anschließen, einen externen Prozessor, wenn man so lustig ist, oder eine Kamera anschließen, andere Sachen steuern, normale Servos anschließen für ein Flugzeug zum Beispiel, oder Motorcontroller anschließen für die Quadrocopter und solche anderen Dinge. Was ich bei denen echt interessant finde, ist vor allem, man sieht, wie klein die ganze Elektronik mittlerweile geworden ist. Wenn man überlegt, dass dieses Board, wir haben vorhin mal so einen Quarter gesehen neben der Wand, dass dieses Board die gesamte Elektronik beinhaltet, die so ein Flugzeug komplett steuern kann und in der Luft hält. Es kann Kilometer komplett autonom fliegen und irgendwann sieht man es halt mal vielleicht wieder. Wir haben da so einen schönen Flug mal gemacht, haben das gezeigt, dass sie über die Berge geflogen. Es gab so ein paar Kilometer lang, hatten sie keinen Kontakt gehabt zu dem Gerät und irgendwann taucht es halt wieder auf und fliegt halt einfach weiter. Und dann noch dazu, einfach mal, wenn man sich das mal anschaut, dass alleine fast die Stecker fast 50% von dem Board ausmachen. Also das Ding ist noch mal kleiner eigentlich, wenn man die ganzen Stecker nicht drauf hätte. Genau, also auch bei der Entwicklung von der Hardware, das Hauptproblem ist eigentlich, die ganzen Stecker so zu arrangieren, dass man es möglichst klein bekommt. Ich meine, die Elektronik selber braucht nicht so viel Platz, aber wirklich die ganzen externen Sachen anschließen zu können und das so zu routen, dass man das anstecken kann, das macht eigentlich das ganze Board überhaupt erstmal groß. Und ja, zu dem, was ihr gerade noch erwähnt habt, dass man da irgendwo mal hinfliegen kann, ist schon ganz witzig. Also wir sind in Frankreich losgeflogen, in den Pyrenäen, haben das Ding losgeschickt. Irgendwann nach 2 Minuten haben wir es nicht mehr gesehen, haben es dann natürlich auf der Bodenstation nachverfolgen können, wo es gerade entlang fliegt. Nach 11 Kilometern ist hinter dem Pass verschwunden und wir hatten keine Funkverbindung mehr. Und dann haben wir das so getimt und gedacht, so, ja, 5 Minuten später rufen wir mal die Kollegen an, die in Andorra gewartet haben, und gesagt, so, ey Jungs, also jetzt müsste jetzt eigentlich mal bei euch langsam hier mal wieder auftauchen. Und ich meine, so, was, nee, kann nicht sein, wir sehen gar nichts. Und dann einer von hinten so, ja, ganz ruhig, ich habe sie auf dem vom Laptop-Schirm, aber es ist doch in 2500 Meter Höhe, also ihr könnt noch gar nichts sehen, das kommt bald wieder runter. So, mal noch irgendwie kurz zu veranschaulichen, ganz grob, wie die Kommunikation da abläuft. Also man hat natürlich potenziell mehrere Flugzeuge oder irgendwelche Sachen, die in der Luft rumfliegen, die sich über das, was auch immer, WLAN oder 2,4 GHz Zigbee oder sowas unterhalten. Mit einem Link-Agent sozusagen ab der Bodenstation. Das heißt, da hat man so ein kleines Modem in seinem Laptop drinstecken, das sich halt wireless zu mehreren Sachen verbinden kann. Und dann hat man nochmal ein eigenes Netzwerk auf dem Boden, damit man das potenziell auf mehreren Rechnern haben kann, das dann zum Beispiel einen Server ansteuert, wo dann Daten gelockt werden können, andere Sachen automatisiert werden können. Und man hat eigentlich, was für den User die Hauptinteraktionsmöglichkeit ist, meine GCS, eine Ground Control Station. Das sieht mal zum Beispiel mal so aus, das ist mal so ein kleiner Screenshot. Falls Interesse besteht, können wir das nachher mal noch kurz zeigen, wie sowas live aussieht. Das heißt, man hat im Normalfall eine 2D-Karte, einfach weil das, für wenn man irgendwas unterwegs ist, ein bisschen praktikabel ist, als da in 3D sich immer umzudrehen. Wo man sieht, wo das Flugzeug entlang geflogen ist, wo es Wegpunkte sind, durch die es anfliegen soll,
den Track, wo es geflogen ist, und dann hat man, wenn man da so links unten sieht, ein paar so Infofelder, wo die ganzen Telemetriedaten dargestellt werden. In dem Fall sind es sogar zwei, die da gerade fliegen. Das heißt, man sieht die Akkuspannung, die Geschwindigkeit, die Höhe, die Steigrate etc. Also einfach Infos, die man haben möchte, da schon dargestellt. Was man auch noch sieht hier ist PFD, das kommt aus der Luftfahrttechnik, im Prinzip das Primary Flight Display. Das ist sozusagen aus der Sicht von dem Flugzeug die Lage gerade dargestellt. Das heißt, hier ist jetzt gerade irgendwie schön in der Linkskurve. So, bis jetzt haben wir eigentlich hauptsächlich von Flugzeugen gesprochen, aber was wir hier noch da haben, ist auch ein Multicopter, beziehungsweise in diesem Fall ein Quadrocopter, der vier Motoren bzw. Rotoren hat. Das Schöne an den ganzen Dingern ist, die sind sehr einfach zu bauen. Das heißt, man baut sich nur irgendwie so ein Kreuz zusammen, wo so ein paar Alu-Trägern, schraubt ein paar Motoren drauf und im Prinzip hat man die Mechanik damit fertig. Den Rest macht die Software und die Elektronik. Aber wie fliegt denn sowas jetzt? Also jeder weiß ungefähr, wie ein Hubschrauber fliegt. Und man weiß auch, ein Hubschrauber hat einen Heckrotor. Warum braucht denn der einen Heckrotor? Ja, einfach dadurch, dass der Hauptrotor sich dreht und natürlich einen Drehmoment ausübt, braucht man irgendwas, um dieses Drehmoment zu kompensieren, sonst würde der Hubschrauber sich um sich selber drehen. Bei den Quadrocoptern bzw. Multicoptern umgeht man das Ganze, indem man einfach mehr Motoren nimmt, in dem Fall vier hier, und da drehen sich zwei davon links rum und zwei rechts rum. So hat man einfach einen Drehmomentausgleich und das Ding kann auf der Stelle schweben, ohne einen Heckrotor, und dreht sich nicht um die eigene Achse. Gut, und beim Hubschrauber hat man jetzt sowas wie eine zyklische Blattverstellung. Das heißt, die können den Anstellwinkel von den Rotorblättern ändern. Diese Multicopter haben im Normalfall ganz normale Propeller, das heißt, die kann man nicht anstellen. Wie das jetzt funktioniert, ist folgendermaßen, man ändert einfach die Drehzahl und damit auch den Schub von den einzelnen Rotoren. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einfach bei dem vorderen Motor weniger Gas gibt, bei dem hinteren mehr Gas gibt, die beide in die gleiche Richtung laufen, das heißt, das Drehmoment bleibt insgesamt gleich und er dreht sich nicht um die eigene Hochachse, aber er kippt jetzt nach vorne. Das heißt, damit kann er eine Kraft ausüben, um halt nach vorne wegzufliegen. Und das ist das ganze schöne, einfache an dem System, dass man hier jetzt einfach nur über die Ansteuerung von den Motoren mit sehr, sehr simpler Mechanik das Ding irgendwie dazu bewegen kann, da zu fliegen, wo man jetzt eigentlich fahren möchte. Wenn man auf die Hochachse fliegen möchte, dann tut man einfach den linken und den rechten Motor runterregeln und den vorderen und den hinteren hochregeln. Dann hat man insgesamt den gleichen Schub, das heißt, man bleibt auf der gleichen Höhe. Aber durch das unterschiedliche Drehmoment dreht er sich jetzt um die eigene Hochachse. Das heißt, die kann man auch sehr schön getrennt ansteuern. Das Problem jetzt bei den Quadrocoptern wäre jetzt zum Beispiel noch, fällt da jetzt ein Motor aus, aus irgendwelchem Grund, ein Propeller bricht, Elektronik kaputt, irgendwas, man fliegt irgendwo dagegen, klassischer Fall. Dann stürzt das Ding natürlich ab. Weil ich meine, mit drei Motoren kann das Ding nicht mehr kontrolliert fliegen. Erstens mal, man hat keinen Drehmomentausgleich mehr, das heißt, es dreht sich einfach unkontrolliert um alle Achsen und ja, bleibt einfach nicht mehr steuerbar. Was man jetzt nicht machen kann, ach ja, nehmen wir halt ein paar mehr. Nehmen wir halt mal 8 oder 6 oder 12 oder wie viel man auch lustig ist. Und dann kann auch problemlos mal ein oder zwei Motoren ausfallen und man kann wunderbar dagegen kompensieren und kann jederzeit noch weiterfliegen. Also eben nur mal kurz zusammenzufassen, soll ich die Hauptaufgabe hier, also eine der Hauptaufgaben, die Elektronik von dem Quadrocopter macht, ist das Ding in der Balance zu halten. Die ganzen Motoren gegenseitig so zu regeln, dass es so quasi in Summe sich alle mehr oder minder gleich schnell drehen. In dem Moment schwebt das Gerät und dreht sich in keine Richtung, weil jeweils die gegenüberliegenden drehen sich in die andere Richtung. Dadurch haben wir eben, wie er erklärt hat, diesen Drehmomentausgleich. Ansonsten, wenn man jetzt hier nur einen drehen würde, wie gesagt, würde sich auch irgendwann mal der ganze Rahmen selbst um diese Achse drehen, wie sich der Motor dreht, weil irgendwann muss ja das Ding festhalten. Wenn ich jetzt irgendwie, ja, das ist genau wie beim Helikopter, wie er erzählt hat, der dreht sich immer in diese eine Richtung und wenn er abhebt, hat er ja den Boden nicht mehr, der ihn festhält, der quasi so gegen den Motor drückt. Und genau das macht sich der Quadrocopter zu nutzen.
dass er damit anfangen kann, sich selbst um seine eigene Achse zu drehen. Indem er eben zwei Gegenläufige hat, einen für die eine Richtung, macht den gegenüberliegenden schwächer, macht er die etwas stärker, bleibt er in Summe immer noch im Schwebeflug, aber das Drehmoment in eine Richtung überwiegt und er fängt sich an zu drehen. Und genauso gibt es halt dann die Möglichkeiten, sich in jede Richtung zu kippen, links, rechts, hoch, runter und so weiter. Und halt, klar, wenn man in der Summe einfach alles runterfährt, steigt er und sinkt er. Ja, und also, was man auch noch dazu sagen müsste, was wir jetzt noch gar nicht klar gemacht haben, wahrscheinlich ist, manuell könnte niemand so ein Teil fliegen. Das ist ein hochinstabiles System. Das heißt, man hätte gar nicht die Reaktionszeiten, um die manuell jetzt irgendwie versuchen, ein bisschen nach vorne zu kippen, ein bisschen zurückzukippen. Das heißt, man braucht wirklich eine elektronische Steuerung, eine Regelung an Bord, die das Ganze ausgleicht. Kein Mensch würde sowas von Hand fliegen können. Im Gegensatz zum Hubschrauber, der ein relativ eigenstabiles System ist, das kann man noch irgendwie über mechanische Ansteuerungen so lösen, dass man das halt wirklich über einen Pilot, der halt irgendwie einen klassischen alten Hubschrauber sitzt, über ein paar Seilzüge irgendwie nur die Blattverstellungen und sowas ansteuert. Also ein Quadrocopter, die sind dann doch noch etwas instabiler und das braucht einfach eine elektronische Regelung, die halt genau feststellt, ah, jetzt gibt er ein bisschen zur Seite weg, also gebe ich ein bisschen mehr Gas. So, mal noch ganz kurz noch, was kann man denn noch so Witziges machen? Was man machen kann, ist, man kann ja sagen, so, schön, wir haben jetzt irgendwie Flugzeuge, die können schön schnell und irgendwie weit und lang fliegen und wir haben Quadrocopter, die können auf der Stelle schweben. Na, dann kombinieren wir das Ganze doch einfach. Das ist zum Beispiel so der erste Prototyp, der dabei rausgekommen ist. Das ist mal zwei Tragflächen und auch über den Quadrocopter vier Rotoren. Das Ganze startet hier auf dem Bild gesehen senkrecht. Bis man irgendwann ganz normal traut, kann man das dann auch alleine fliegen lassen. Und man kann dann aber auch einfach in den Horizontalflug übergehen. Und ja, wenn man da ein paar Mal iteriert und ein bisschen neue Hardware baut, dann sieht es dann irgendwann mal so aus. Man hat noch einen Flügel, auch mit den vier Rotoren, kann einfach so senkrecht starten und kann auch jederzeit einfach auf der Fernsteuerung einen Schalter umlegen und man hat ein Flugzeug im Endeffekt. Legt den Schalter wieder zurück um. Und es schwebt in der Luft und man kann dann mit der Kamera zum Beispiel von oben irgendwas beobachten. Nochmal kurz den Vorteil von diesem Quatscher, wie dieses Gerät heißt, ist man hat quasi das Beste von beidem. Man hat im Endeffekt die Möglichkeit zu schweben und eine Situation zum Beispiel genauer zu beobachten, einfach still zu stehen. Das Problem aber in so einer Position, die braucht halt unheimlich viel Strom, weil die ganze Zeit die Rotoren laufen müssen, es gibt keinen Segelflug oder irgendwas in die Richtung. In dem Moment, wenn das Ding halt in die Waagerechte geht, hat man eine Tragfläche und hat die Strömung, die Luftströmung, die einen dann halt auch oben hält. Und somit kann man halt sehr hohe Distanzen überwinden und halt auch mit wesentlich weniger Energieaufwand ziemlich weit kommen. Also Quadrocopter sind eher so im nahen Bereich sehr sinnvoll, alles was so mit Tragflächen Richtung Flugzeug liegen, ist eher dann auch für lange Flächen. Lange Strecken. So, wir müssen leider ein bisschen sputen, haben wir gerade gehört. Deswegen gehen wir jetzt mal noch kurz so ein paar Use Cases, wo wir gesagt haben, okay, was kann man eigentlich mit diesem Zeug machen? Was ist das Zeug überhaupt gut? Und wir haben jetzt so ein bisschen Forschung und alles mögliche. Ich habe nicht ohne Grund gesagt, er ist der Fachmann über den ganzen hier. Man kann auf jeden Fall erstmal Spaß haben mit den Teilen. Man kann die irgendwie 3D anmalen, ein bisschen rumfliegen, vielleicht seine Nachbarn erschrecken, keine Ahnung. Es wird schon bedrohlich, wenn man so etwas nicht kennt, wenn man plötzlich neben einem so ein Teil in der Luft hängt und dann vielleicht auch noch viel anschaut. Aber neben dem, das sind Aufnahmen von dem Camp, wo wir kennengelernt haben, das ist einfach eine Luftaufnahme. Man hängt das einfach hoch in die Luft, macht schöne Luftaufnahmen in Bereichen. Man sieht, das ist jetzt so eher so ein bisschen, ja, vielleicht ist es ein Luftaufnahmenbereich. Das kann aber auch kommerziell sinnvoll sein oder halt in anderen Bereichen sinnvoll. Wir haben jetzt mal ein Beispiel gebracht, wenn irgendwas passiert, wenn man einfach eine Perspektive auf einen Unfall, auf ein Gas oder sonst irgendwas braucht, um was einzuschätzen. So eine Perspektive kann man nicht mal leicht mal so irgendwie eine Leiter hinstellen, von oben fotografieren. Das ist problematisch. Und so ist es eigentlich relativ, sagen wir mal, kostengünstig mit so einem Quadrocopter möglich. Ist sehr mobil, man fährt hin, schaltet das Teil an, fliegt hoch, macht ein Foto, sagt erledigt, eine Luftaufnahme mit einem Hubschrauber machen zu lassen. Ein bisschen kostspielig. Wie sehe so eine Plattform aus? Das ist mal ein Beispiel von einem Foto von einem Quadrocopter mit einer kleinen Kamera dran. Die
haben wir hier auch dabei. Das ist so ein ganz kleines Gerät nur. Das wiegt ohne diese Hülle 96 Gramm, macht sehr hochauflösende Bilder. Und was man halt damit machen könnte, man kann hier noch Kabel anschließen und dann auch live das Videobild runter übertragen und alles. Wir haben nachher noch ein kleines Video zu dem, was man alles Interessantes damit machen kann. Zu den auch noch mehr sinnvollen Use Cases. Wenn jetzt zum Beispiel eine Lawine runtergeht, jetzt im Moment müssten Leute dann losgehen, wenn jetzt jemand verschüttet ist, müssten wir Lawinensuchgerät nach den Leuten suchen. Mit so einem Quadrocopter wäre es potenziell möglich. Man sagt, man legt so ein Raster drüber, wo lang muss es fliegen, macht ihm den Empfänger drunter von den Lawinensendern und lässt ihn über die ganze Piste einfach fliegen und kann so schon sehr schnell eingrenzen, wo jetzt wirklich jemand ist, wo jemand unter der Lawine begraben wurde. Ein weiterer Use Case? Ja genau, das war jetzt hier noch auf Island zum Beispiel und die Meteorologen nutzen inzwischen diese Fluggeräte sehr, sehr gern. Weil die normalerweise haben die halt ihre Aerosonden und ihre Luftmessballons und sowas, aber die lassen sie einmal hoch und dann landet irgendwo später ein paar Kilometer weiter der Ballon mit den Messgeräten wieder im Eismeer und die sehen das Ding nie wieder. Also was haben die gemacht? Die sind auf uns zugekommen und haben gesagt so, hey, wir würden gerne irgendwie eure Flugzeuge nutzen, unsere Sensoren da reinpacken. Und dann können wir ganz genau steuern, wo das Ding fliegt. Wir können mehrere gleichzeitig fliegen lassen, um irgendwie Daten aufzunehmen für, ich weiß nicht, alles, CO2-Gehalt, Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Geschwindigkeit. Und das ist für die ein sehr, sehr interessanter Use Case. Ein weiteres jetzt von DLR. Die haben dieses Gerät auch wiederum mit so einem Raster abfliegen lassen, haben eine Kamera unten dran montiert und haben jetzt sehr, sehr viele hochauflösende Aufnahmen drin. Jetzt in dem Fall auch ja, eine Pistenregion gemacht. Und das, was daraus entsteht, ist, wenn man diese ganzen Bilder wieder zusammensetzt, sieht man jetzt in ein paar Sekunden. Genau, also das war ein Projekt zusammen auch mit der Bergwacht. Und da geht es darum, auch potenziell später festzustellen, ob jetzt irgendwelche Hänge, Lawinen gefährdet sind. Und das war jetzt einfach mal, wenn noch ein bisschen schöneren Wetter so ein Testlauf, wie sowas mal aussehen könnte in Zukunft. Man sieht es hier, es hat ein sehr hochdetailliertes 3D-Modell für den ganzen Hang erstellt. Was einfach, ja, gerade um so Berge zu vermessen und um so Lawinengefahren zu berechnen, eine sehr gute Grundlage ist. Mal als auch ein Beispiel. Was können wir noch alles machen? Es gibt ein Projekt, da haben sie die Verwirbelung hinter Windrädern gemessen. Wir fliegen halt mit dem Quadrocopter von hinten ran und haben dann die ganzen Sensoren auf, um zu messen, was passiert jetzt da eigentlich dran. Auch eine Position, wo man eigentlich sonst eher schlecht hinkommt. Oder, auch ein sehr interessanter Use Case, es ist eine sehr günstige Transportplattform für kleinere, für sehr leichtgewichtige Sachen. Jetzt in dem Fall gab es wohl ein Projekt, wo sie in Afrika Wirkstoffe von Krankenhaus zu Krankenhaus transportieren. Und dann hat man ein kleines Strukturflugzeug, braucht wenig Strom, kann man einfach von einem Krankenhaus starten, packt diesen Autopilot drauf, gibt die Zielkoordinaten ein und es ist schneller als jeder Jeep oder jedes Fahrzeug, das sich die Straßen irgendwie im hohen Verkehr das übermitteln müsste. Noch ein etwas lustigerer Use Case. Es gibt Leute, die bauen das halt in etwas größeren Dimensionen mittlerweile. Die haben einfach jetzt mal, was heißt einfach, man sieht, das sind eigentlich ein viermal ein Quadrocopter, der da dran ist. Und die Plattform hebt mittlerweile einen Menschen, also viel höher als dessen, der nie geflogen ist. Ich glaube, ich hätte auch einen halben Respekt davor, sich das rauszusetzen, dann mal wirklich zu fliegen. Das sieht mal darunter. Was da drunter ist, das ist ein schöner Gymnastikball. Das sieht auch sehr lustig aus, wenn du das Video anschaust. Also dafür gibt es ein Video, wir wollten nicht zu viele Videos zeigen. Wir haben jetzt auf der letzten Zeit auch nochmal ein paar URLs zusammengefasst. Dieses Evolo-Projekt ist das, also die Firma Evolo hat dieses Teil entwickelt. Und da sieht man auch auf deren Webseite ein kleines Video, wie sie halt damit mal kurz hochfliegen, dann so 4-5 Meter ein bisschen über dem Boden schweben und dann wieder absetzen und dann ist das alles so. Auf dem Gymnastikball ein bisschen flexibel. Ja, ist auch sehr witzig. Also am Anfang fliegt das einfach auch nur reingeschaltet mit der Fernsteuerung und danach setzt es sich drauf mit der Fernsteuerung und steuert sich sozusagen selber. Ansonsten sind es noch ein paar andere Projekte, also ein paar Webseiten, wo es so Quadro-Projekte, Quadrocopter oder Autopilotenprojekte gibt. Paparazzi eben, wo Felix mitarbeitet. Mikrocopter, das ist im Endeffekt die Grundlage von dem Mikrocopter, den ich hier gebaut habe oder angefangen habe zu bauen. Do-it-yourself-Drones ist eher so eine Sammlung. Es gibt mittlerweile eine pro
groß eine Vielzahl von Drohnen, die gebaut wurden. Es gibt welche, die haben nur einen Rotor und sind eine Kugel und steuern sich durch irgendwelche Flügel, die drin sind und so weiter und so fort. Und The Quadshot, das ist dieser quasi Hybrid zwischen Tragflächen und Quadrocopter. So. Von der Seite schließen wir. Wenn jetzt Fragen sind, bitte fragen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Felix, vielen Dank, Jan. Das war ja kein Problem, den ausgefallenen Vortrag auszugleichen von euch beiden. Ja, war auf jeden Fall viel Information. Ich glaube, da sind auch viele Fragen da. Ja. Ja, wisst ihr, wie diese Lagesensoren und Beschleunigungssensoren funktionieren ohne bewegliche Teile? Weil das sind ja keine typischen Gyroskope mehr oder so. Ja, also es gibt da unterschiedliche Techniken natürlich. Die meisten haben schon noch bewegliche Teile, und zwar sind es so MEMS-Sensoren, das heißt mikromechanische Sensoren. Das heißt, da hat man innen drin wirklich auch ein kleines bewegliches Teil. Das ist normalerweise eine kleine Resonanzmasse, die sich bewegt und die dann je nachdem, ob man jetzt einen Drehradensensor, also ein Gyroskop hat oder einen Beschleunigungssensor, einfach halt ausgelenkt werden und meistens dann auch unterschiedliche Techniken. Kapazitiv messen, wie weit die ausgelenkt werden. Also es sind schon noch bewegliche Teile drin, allerdings sind die halt so klein, irgendwie mikromechanisch verpackt, dass man das jetzt nicht mehr sieht. Ja, das ist eine Frage. Wie teuer ist dieses Hobby? Also wie teuer ist zum Beispiel dieser Multicopter, den ihr mitgebracht habt, oder die Flugzeuge, die ihr gezeigt habt, wo da 20 Sensoren drin sind, das ist wahrscheinlich nicht billig. Es kommt auf viele Faktoren an, also sagen wir so, es kann sehr teuer werden, wenn du sehr risikofreudig bist, auf jeden Fall. Das Modell, was ich jetzt hier liegen habe, ich habe es gekauft vor etwa 2 Jahren. So mit allem drum und dran habe ich dafür schon 1000 Euro ausgegeben. Aber das ist nicht unbedingt der Quadrocopter selber, der da so teuer ist. Es sind so ein paar Elemente dran, die Motoren sind sehr teuer, die Fernsteuerung ist sehr teuer. Das sind so ein paar Sachen, die man einfach kaufen muss. Wenn es dann so in diesen Bereich geht, wo man die Sachen selber baut, wird es relativ günstig. Das ist immer noch... Es ist nicht unbedingt jetzt so ein Fire-Forget-Hobby. Wenn man es ernsthaft betreibt, kann man da schon sehr viel Geld reinstecken. Jetzt, allein wenn man das jetzt ausbaut, die Basisplattform, wie gesagt, sind wir bei diesen 1000 Euro, dann kann man Kameras dran machen, man kann GPS dran machen, man kann irgendwie, es gibt Leute, die lassen die rumfliegen mit Wunderkerzen hinten dran und vielen bunten Lichtern und machen dann hier einen auf Enterprise oder sowas. Also ja, Flexibilität in jede Richtung. Also ich meine, also ein Basisset, wenn man jetzt mal nur von dem Quadrocopter ausgeht, dann ist man mit 500 Euro schon, hat man eigentlich so ein ziemlich komplettes Teil. Ich meine, auch den Rahmen, da geht man in den Baumarkt, kauft sich ein paar Ladeträger, schraubt die zusammen und dann hat man im Prinzip die Mechanik, schraubt ein paar Motoren drauf. Das ist eigentlich relativ günstig und simpel. Aber es kommt halt immer anderes Zeug außen rum drin dazu, der Datenlink, die Modems, die Ladegeräteansteuerung etc. Das summiert sich dann im Endeffekt doch wieder auf. Im Grunde würde das Ding fliegen, wenn man zwei Bretter zusammennagelt und dann haben wir die Motoren. Das wäre schon ein grundlegender Rahmen dafür. Wir haben hier hinten noch eine Frage. Wie ist das denn? Darf ich so ein Ding jetzt in München auf meinem Balkon fliegen lassen oder kriegt es jemand mit? Also kommt da die Flugsicherheit oder wo muss ich hin, wenn ich mit solchen Dingern experimentieren will? Also solange man die nicht komplett autonom fliegen lässt, also solange man innerhalb der Sichtweite fliegt, unter 150 Meter bleibt, ist elektrisch betrieben ist und unter 5 Kilo wiegt, gilt es, darf man eigentlich überall fliegen. Also man darf nicht fliegen in irgendwelchen Flugsicherheitszonen, das heißt man muss glaube ich mindestens 5 Kilometer Abstand zum Flughafen haben, aber ansonsten gibt es, soweit ich weiß, in Deutschland keine Restriktionen für privaten Nutzen. Wenn man das Ganze kommerziell nutzen möchte, ist es nochmal unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. War auch eher bei dem Campen echt interessant, weil das ein alter, ausgedienter Flughafen, wo eigentlich immer noch Leute, die den Flughafen am Leben halten, auf Flugzeuge starten. Da mussten wir uns quasi, also sollten uns eigentlich mit dem lokalen Tower absprechen, wenn wir fliegen. Aber ja, sollten eigentlich. Es kam dann auch irgendwann mal Lieferwagen vorbei, der meinte, runter jetzt. Auf der anderen Seite hatten die Piloten dort auf dem Camp da auch keine Hemmungen mit ihrer großen Antonov 1-2 und großen Doppeldecker. 20 Meter Höhe über die Zelte zu brettern, also das dürfen die eigentlich auch nicht. Das war dann die Revanche wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Erst nochmal Fragen? Von Herbert gibt es ja so ein fertiges Ding. Was haltet
machen? Oder sagt ihr, das ist eine gute Basis, da kann man dann auch anfangen, eigene Projekte mitzumachen? Ja, also das Teil von Parrot ist natürlich insofern schon ganz schön, weil es hat auch zwei Kameras drin, also eine Kamera, die hinten schaut und eine Kamera, die nach vorne schaut. Und ist sehr, sehr günstig eigentlich, weil die haben halt einfach sehr Hardware benutzt, die im kommerziellen Bereich in sehr großen Stückzahlen hergestellt wird. Und ist schon eigentlich eine schöne Plattform, um da drauf zu programmieren einfach. Die haben auch so ein Software-Development-Kit, wo man Sachen damit machen kann. Je nachdem, was man halt dann vorhat, die Hardware zu hacken, da ist ein bisschen komplizierter, weil das einfach so hoch integriert ist, das ganze System. Aber ist auf jeden Fall den Preis wert, würde ich mal sagen. Ja, wir haben noch eine Frage. Die ganzen Quadrocopter, beziehungsweise auch dieser kombinierte Quadrocopter mit den Flügeln, sind wahrscheinlich auch für großen Stil oder wenn man das Ganze hochskaliert für das Militär oder auch für den Passagier, Flugverkehr später interessant. Gibt es irgendwelche Modelle in diese Richtung oder ist es technisch nicht machbar? Technisch machbar ist es auf jeden Fall schon. Allerdings muss man sagen, es skaliert nicht so wunderbar. Also rein effizienztechnisch skaliert es besser, wenn man einfach eine größere Sache baut und einen Hubschrauber nimmt. Da hat man einfach eine höhere Effizienz, wenn man weniger Rotoren hat. Einfach jede Komponente natürlich irgendwo Energie verbrät, wenn man so möchte. Das heißt eigentlich, umso größer das wird, umso ineffizienter wird es eigentlich, wenn man dann viele Rotorsysteme hat. Außen hat man natürlich andere Vorteile, dadurch, die man sonst nicht nutzen kann. Aber mir wäre es jetzt nicht bekannt, dass es jetzt irgendwie im größeren Maßstab eingesetzt wird. Es gibt natürlich von Evolo ein paar solche Sachen, wo man irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie senkrecht zu schaffen auf kleinem Raum. Es gibt schon ein paar Projekte, aber ich glaube, es wird sich nicht durchsetzen, weil einfach, sobald es geht, irgendwie schwere Sachen zu transportieren, Leute zu transportieren, dann ist es nicht mehr so effizient. Was sind das noch für Fotos? Dass die Zeiger immer da werden, ist noch ein paar Bilder von den Sachen, die damit entwickelt wurden. Also hier oben, das ist quasi der erste Quadrocopter. Oder einer der ersten, ich glaube, es ist der erste, oder? Den ja, genau, das war ein Franzose, Öhmchen oder so ähnlich, 1920 oder sowas, um den Dreh. Der hat das, mehr oder weniger geschafft, immerhin mal zum Kopf zu geben. Und er hat natürlich keine elektronische Steuerung gehabt. Also das fand ich immer sehr beachtlich. Allerdings ist natürlich irgendwie die Trägheit von diesem ganzen großen Teil zugute gekommen. Das heißt, umso kleiner so ein Gerät ist, umso agiler ist es auch, umso schneller muss man reagieren können. Dann haben wir jetzt hier auch schon Projekte, die quasi wie ein Trägerschiff Flugzeuge in eine Umlaufbahn bringen oder in einen höheren Bereich, in den Umlauf jetzt, so weit gehen wir nicht, aber in einen höheren Bereich gehen, um das Teil von dort aus dann zu segeln. Ja, also das Problem war, dass dieser kleine Flieger, der da oben drauf hängt, der fliegt sehr, sehr flott, weil der musste halt irgendwie eine Maximalgröße einhalten für den Wettbewerb und der braucht eine sehr hohe Startgeschwindigkeit und da hat man schon Probleme, das Ding per Hand zu werfen. Wir wollen natürlich auch autonom starten, also hat man das Ganze auf einen anderen Flieger draufgeschnallt, der einen autonomen Bodenstart machen kann und hat das dann praktisch ein bisschen weiter oben groß geklingt und eine Anfangsgeschwindigkeit hat und dann konnte er aus weiterfliegen. Ja, gibt es noch eine letzte Frage? Wenn nicht, dann sage ich nochmal vielen Dank an euch beiden. Danke an euch, dass ihr da wart. Wie gesagt, wir suchen immer Referenten. Die Nerdmeist geht weiter, auch im nächsten Jahr wieder monatlich hier im Art Babel. Ihr könnt gerne noch da bleiben, noch was trinken, wenn wir noch ein bisschen Musik auflegen. Und wenn ihr Ideen habt für Vorträge, kommt auf mich.